Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist Samstag, der 25.04. und heute findet hier im Leipziger Süden ein Rohkost-Potluck, also ein Rohkost-Treffen statt. Und ich bin jetzt nicht mehr weit davon entfernt und ich bin schon ganz gespannt, welche Menschen heute zusammenkommen und freue mich schon total auf das Wildkräutersammeln, auf den Austausch und auf einfach auf ein geselliges Beisammensein mit Gleichgesinnten. Heute gibt es hier in Leipzig ein Rohkost-Potluck, sozusagen ein Rohkost-Treffen und alle Beteiligten bringen etwas Rohköstliches mit. Deswegen, bevor ich jetzt schnell losdüse, zeige ich euch mal, was ich heute mit zum Rohkost-Potluck mitbringe. Da hätten wir hier einmal Leinsamen Möhrenkräcker. Dazu verwende ich immer den Möhrentrester, wenn ich mir einen Möhrensaft presse. Leinsamen und dann gibt es die Variante Curry. Dann habe ich das sind Bärlauchkräcker, da habe ich Bärlauchpesto untergemischt, beziehungsweise eingelegten, in Öl eingelegten Bärlauch. Und ich glaube, wir haben auch noch Cracker mit gekeimten Sonnenblumenkernen. Dann habe ich hier das Leinsamen Vitalbrot oder Leinsamen Cracker. Je nachdem, welche Konsistenz das Brot hat. Das kann man ja auch nicht so sehr trocknen, da bleibt es weich oder dann, das ist doch schon ziemlich durchgetrocknet und hart. Genau, dann habe ich mich noch für Sprossen entschieden. Da hätten wir hier Mungbohnen, Beluga-Linsen, Tellerlinsen, Quinoa. Dann gibt es auch noch selbstgemachtes Bärlauchpesto. Dann haben wir meine geliebten Kressesprossen. Auf die habe ich besonders nach dem Fasten Appetit. Die hatte ich bis jetzt nach meinem Fasten noch nicht zu mir genommen. Da freue ich mich heute ganz besonders drauf, endlich mal wieder Kresse zu essen. Das ist eine Mischung aus verschiedenen Saaten. Das waren Linsen, Mungbohnen, Rettich und Rotklee. Und hier haben wir auch noch sehr leckere Alfalfa-Sprossen. Wir haben jetzt hier ganz viel Wildkräuter gesammelt, waren im Agrapark unterwegs, haben ein paar Plätze abgelaufen und ich habe den Interessierten einfach gezeigt, welche Wildkräuter ich so täglich sammle und habe sogar zwei neue Wildkräuter kennengelernt. Da gab es auch noch ein paar andere Wildkräuterkundige hier in meiner Gruppe, in unserer Gruppe. Und da habe ich mich natürlich sehr gefreut und diese Wildkräuter werde ich euch dann auch mal in nächster Zeit in irgendeinem Wildkräutervideo vorstellen. So, jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Sammelplatz und dann gibt es dann ein Picknick, wo wir dann unsere mitgebrachten Speisen zusammen verzehren mit den gesammelten Wildkräutern. So, wir sind jetzt hier im Kinderreich beim Spielplatz, bei unserem Treffpunkt vom Rohkost-Potluck. Wir waren jetzt eben, was ich schon euch gezeigt habe oder kurz erwähnt habe, Wildkräuter sammeln und jetzt, ihr seht auch, hinter mir gibt es die Gruppe an Interessierten, die sich heute hier eingefunden haben. Es sind doch einige geworden, weiß nicht, 20, 30, viele Kinder dabei. Und da freue ich mich natürlich riesig, dass es da so reges Interesse gibt. Und jeder hat ja zu diesem Rohkost-Potluck etwas Tolles, Rohköstliches mitgebracht. Entweder etwas Zubereitetes oder auch ganz einfach schlichtes, tolles Obst und Gemüse. Und genau, da werden wir uns jetzt mal alle da zusammenfinden. Jeder wird seine Sachen auspacken und dann werden wir das alles zusammen mit den gesammelten Wildkräutern verspeisen. So, ich bin ja ganz begeistert. Wir haben so ganz tolle Rohkost hier bei unserem Potluck. Ganz tolle verschiedene Sachen, auch Obst, Gemüse, Salate, Energiekugeln, Cracker, also wirklich fantastisch. Da gehen wir jetzt noch mal kurz drüber. So, gut. Ist das frisch gepresster Saft? Irgendwas? Oder ist das Saft? Hat das jemand gemacht? Ich glaube von Katja, ist es deins? Der Saft? Die Silke fragt gerade, ja, was das ist. Apfelsaft, genau. Hier gibt es Cracker, genau. Sprossen, nochmal Cracker und leckeren Paprikasalat. Paprika? Allgemein sehr viel Gemüse. Sehr viel Gemüse, aber hauptsächlich Paprikasalat. Super. Getrocknete Apfelchips, dann nochmal hier so verschiedene Cracker, Energiebällchen, ganz toll. Mispeln. Was ist das hier für ein Salat? Ja. Mit Sellerie? Das ist mit Sellerie, getrocknete Pilze, Paprika. Sprossen und eine Soße aus Tomaten und Avocado. Ganz toll. Und dann hier nochmal so Kokos und nochmal ein Salat mit Kumquat. Genau, Kumquat, Bananen, Postilein. Das ist ein Christian sein Garten von Christian Goes Vegan. Habe ich nochmal erwähnt. Ja, schön. Genau. Für das 13 Jahre mehr. Linsensalat, ach, das hat doch, wir hatten das gleich mitgebracht. Ich habe es mitgebracht. Genau, ach, da, ach, das kann ich mich erinnern. Da hast du ja. Kann ich da. Also, ja. Ach, jetzt siehst du jetzt. Jetzt oh, was ist denn das Leckeres? Das sind Kelbnudeln. Kelbnudeln, ja. Was ist das? Das ist mit Cashew und ja, Kokosöl. Super. Super. Nur noch so Kokos, Energiebällchen, rote Beete, Erdbeeren, Gurken. Oh, was ist das hier? Sieht auch lecker aus. Interessant grün. Genau, hier noch ein bisschen Tomaten, Paprika, Cracker, ganz viele Cracker.
Oh, das wird lecker, sehe ich schon. Mispeln? So. Das ist jetzt 16.30 Uhr. Der Rohkost-Potluck neigt sich jetzt dem Ende entgegen. Wir haben uns ja hier um 11 getroffen. Die Zeit verging wie im Fluge. Absoluter Wahnsinn. Es waren jetzt über 30 Erwachsene und einige Kinder hier. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass viele Interessierte so zahlreich erschienen sind. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Wir waren Wildkräuter sammeln. Wir haben unsere mitgebrachten Speisen zusammen gegessen. War wirklich sehr, sehr lecker. Ich fast von jeder Speise probiert und wirklich sehr köstlich. Jetzt stehen wir noch, also so ein harter Kern, der Restkern. Ihr seht hier im Hintergrund noch eine Gruppe. Wir haben jetzt hier angeregt Themen diskutiert, wirklich sehr spannend. Das liebe ich ja immer, mit Gleichgesinnten verschiedene Themen zu erörtern oder auch zu diskutieren, verschiedene Meinungen auch zu haben. Sehr spannend. Wir werden jetzt einfach noch ein bisschen weiterreden. Unsere Sachen noch zusammenpacken und dann wird jeder wieder seine Wege gehen. Das nächste Treffen findet am 17. Mai, das ist ein Sonntag, statt, auch wieder hier im Agrarpark gegen 11 Uhr. Ich hoffe dann, den einen oder anderen zu sehen, der auch heute, der heute leider hier nicht dabei sein konnte. Mich hatten ja doch noch einige Nachrichten erreicht, dass manche mir kurzfristig abgesagt hatten. Ist kein Problem, es wird in den nächsten Monaten einmal im Monat ein Treffen stattfinden. Wie gesagt, das nächste Mal am 17. Mai. Im Juni, das Treffen wird am 21. Juni stattfinden. Da könnt ihr euch schon ein bisschen drauf einstellen. Und wer Lust und Laune hat, kann natürlich gerne dann im Mai und Juni hier dabei sein. Freue ich mich auf alle Fälle. Es wird immer gegen 11 Uhr losgehen. Offenes Ende. Und ihr werdet hier auf alle Fälle interessante, nette Leute kennenlernen. Und euch auch verschiedene rohköstliche Speisen werdet ihr dann probieren können. Und ich freue mich auf alle Fälle, euch dann hier zu treffen. So, das war's mal wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar zu diesem Video da lassen, ob ihr auch vorbeikommen mögt zu dem einen oder anderen Treffen. Freue ich mich auf alle Fälle. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen. Bis bald. Eure Silke. Silke, wie hat es dir heute gefallen, dein Potluck, wozu du uns alle eingeladen hast? Ja, ich war wirklich sehr überrascht, dass viele so zahlreich erschienen sind. Wir hatten auch schon ein paar Nachrichten erreicht, es konnten leider nicht alle heute dabei sein. Ich glaube, die sind dann bei einem der nächsten Treffen dabei. Aber ja, eine schöne Runde zusammengekommen, muss ich mal wirklich sagen. Ja, fand ich auch. Und wir haben viel Neues kennengelernt, zumindest kann ich von meiner Seite das so sagen. Also ich habe Kräuter kennengelernt, die ich vom Namen her noch nicht mal kannte. Also für mich hat sich das sehr gelohnt. Wie war es denn bei euch eigentlich, Verena? Ja, also bei uns war schon der Eindruck, als wir hergekommen sind. Wir sind hier so ein Stück weit, ist das, ne? Mit dem Kinderspielplatz. Mhm. Genau. Und Bärlauch. Genau, wir sind hergekommen und Bärlauch. Und ich weiß nicht, euch. Bei uns haben wir das sowas von gesucht im Wald, also wir wohnen ja wirklich am Waldrand und wir haben das gesucht, da gab es keinen Bärlauch und wir kommen hierher. Ich habe mal auf dem Weg zu euch, habe ich mir erstmal schön frisches Blatt Bärlauch im Mund gesteckt, dachte so schön, jetzt riechst du erstmal nach Knoblauch und ja, war dann ganz froh, wir haben Bombenwetter, also es ist klasse und so viele verschiedene Kräuter, also das glaubt man gar nicht, weil die wachsen manchmal auch total nebeneinander. Und so viele nette Leute, vor allem die Menschen. Und vor allem aus allen Bereichen, der weiteste war heute woher? Weißt du was? Potsdam. Also direkt aus Potsdam, ja, aus Pirna. Mhm. Ja, und dann, was, Weimar ist ja auch schon eine. Weimar, ja. Weimar ist auch eine Ecke. Also da, das war ich auch überrascht, dass halt so viele dann gekommen sind. Ein paar, wie du schon gesagt hast, das haben wir eigentlich zugesagt. Also bei mir, da jemand, der wird wissen, wen ich meine, der hat eigentlich zugesagt, der ist nicht gekommen. Aber ich habe mir auch vorher schon Schläge angedroht, das war wahrscheinlich kontraproduktiv. Also von daher, ja. Aber du bist ja hier ganz ökologisch, ne? Du bist ja mit dem Fahrrad jetzt, das sind 30 Kilometer? 20. 20, ja, immer. Genau, 20 Kilometer hin und zurück 20 und mit Kilometer. Muskelfaser. Und du warst zeitig hier. Wir sind ja zu spät gekommen. Ja, ich habe aber noch jemand aufgelesen, da hat sich jemand verfahren. Also es war wirklich auch eine kunterbunte Truppe, also von Alter her. Also das war ja, von ganz jung bis, nicht ganz alt, aber so älter, sage ich mal. Und ja, Frauen, Männer, alles. Kinder. Eltern mit den Kindern. Ja. Ja. Und auch alle Glaubensrichtungen. Also einer hat ein Kopftuch, das ist wahrscheinlich Moslem, vermute ich mal, ne? Der Mann. Ja, sie auch. Wenn sie ein Kopftuch trägt, dann ist er auch. Also Moslem, Hindu, Buddhismus, alles hier vorhanden gewesen. Und da muss ich sagen, da war ich auch positiv überrascht. Also, und es läuft ja noch. Wir haben jetzt, wie spät haben wir es jetzt? 17 Uhr. Seit fast 6 Stunden essen wir hier rohköstlich, unterhalten uns über Gott und die Welt, über Themen. Das werde ich, die niemand wissen möchte. Über einige brisante Themen, aber das muss jeder dann für sich selber entscheiden. Dabei. Oh ja, das mache ich dann im Extra-Video. Aber für euch ja, ihr habt ja da auch von der Themenvielfalt ja ganz schön was, wirklich den ganzen Tag. War ja alles dabei.
Ja, und wir nochmal jetzt wegen unserem Treffen hier, wir sind noch ganz begeistert. Wir hatten ja erst ein bisschen Bedenken, ob wir wirklich von Rohkost satt werden. Also wir sind hier, leben ja vegan und nicht immer rohköstlich. Wir versuchen es natürlich viel rohköstlich zu essen, weil wir merken, es tut uns gut. Und da waren heute so viele leckere Sachen dabei, also ist der Wahnsinn. Ich habe schon wieder vergessen, ich habe irgendwelche sehr leckeren Nudeln gegessen. Ihr wisst, Kelpnudeln. Kelpnudeln, die haben richtig, richtig geschmeckt. Nicht Kelp. Ja gut, ich habe hier euch. Und ganz viele leckere Salate und Cracker und alles. Also ist der Wahnsinn. Also man glaubt gar nicht, wie groß die Auswahl ist. Wenn man Rohkost hört, denkt man halt oft nur an schlichten Apfel oder Banane. Also da ist ganz viel mehr, was man essen kann. Und ja, wir sind beide satt geworden, ne? Ja, und es hat uns geschmeckt. Definitiv. Ja. Also es hat sehr, sehr gut geschmeckt. Seid, also auf der Revolution seid ihr nicht so satt geworden, ne? Nein, aber da was die Kosten. Ja, das die Bananen am Ende, die man geschenkt bekommen hat. Ja, erst am Ende war eine große Lob, ja. Aber es hat echt richtig lecker. Also wird man immer wieder motiviert, doch noch ein bisschen mehr Rohkost am Tag einzubauen. Das ist der Wahnsinn. Vor allem jetzt mit den frischen Wildkräutern. Das ist Hammer. Ja, also da kann ich mir auch was anschließen, auch von der Geschmacksvielfalt. Ich habe ja noch verwöhnteren Gaumen. Ich bin der Rohkost ja noch nicht ganz so nah wie eigentlich fast alle hier. Aber ich muss auch sagen, waren wirklich sehr, sehr leckere Sachen dabei und teilweise leckerer als auf der Revolution. Also das definitiv. Und ich habe bei der Revolution auch zugeschlagen, sehr viel probiert. Aber heute, aber war auch mehr Liebe dabei und weniger Kommerz. Und von daher. Genau, mehr Liebe, würde ich auch sagen. Mehr Hingabe. Also bist du komplett zufrieden quasi? Ja, total. Genau. Und ich glaube, jeder, der hier gewesen ist, komplett zufrieden. Also ich habe kein böses Gesicht gesehen oder jemand, der enttäuscht gewesen keine ist. Keine schlechte Laune. Und das Essen ist auch alles leer geworden, ne? Also es ist genau, alles, das Essen ist alles leer geworden. Also alles hat geschmeckt. Also ich würde... Das ist auch mal richtig positiv. Was war denn? Ja, was ist denn am besten angekommen bei dir? Diese, bei mir? Was na, das Süßeste im Endeffekt. Die Sesam-Nadelcracker. Genau, das war meine Nummer 1. Aber meine Kugeln waren auch nicht schlecht. Deine Kugeln waren auch nicht schlecht. Aber auch die Konkurrenzkugeln waren auch nicht schlecht. Also es war generell wirklich, das die süßen Sachen haben natürlich tendenziell ein bisschen besser geschmeckt. Aber auch, was ich heute gelernt habe, Süßkartoffeln roh schmecken auch sehr, sehr lecker. Sehr zu verwechseln mit Möhren, aber es war heute auch... Habe ich auch nicht probiert. Ich dachte auch, es wäre Möhren. Ja, war wirklich wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Und jetzt noch. Also der Tag war wirklich, und ich kann jedem empfehlen, der das nächste Mal, wenn Silke wieder einlädt zum Potluck, ja, mal mit dabei. 17. Mai. 17. Mai. 17. Mai. Ich habe schon festgehalten, der selber sagt, 17. Mai. 17. Mai ist ein Sonntag. Da gibt es hier das nächste Treffen, 11 Uhr im Aquapark. Die Kinderreich treffen uns wieder. Natürlich mit dem Wildkräutersammeln. Und am 21. Juni, das ist der Weltrohkosttag, da haben wir uns auch schon, der Termin stand schon ganz lange fest, treffen wir uns auch wieder zu einem Rohkostpotluck, das ist auch ein Sonntag im Juni. Also 17. Mai, 21. Juni. Genau. Gut, das werden wir uns merken. Sind dabei. Da sind wir auf jeden Fall dabei, ich hab's nicht weit. Da sind wir dabei, genau. Gut, na dann. Gut, dann ist das, ne? Sollen wir noch was sagen zum Schluss? Wir verabschieden uns, ne, von dem schönen Ort hier. Genau, wir werden jetzt unsere Sachen langsam zusammenpacken. Es wird langsam durch und schauen. Langsam verabschieden, schweren Herzens. Genau. Na dann, tschüss. Okay, tschüss. Ich hab's.